Uwe Schattauer, alias Cerebellum, mittlerweile die Stimme der Liebe, früher die Stimme des Zorns. Ich muss mich nochmal zu Wort melden. Und zwar natürlich geht es um das große, große Thema Covid-19 2020. Und ich stelle heute Morgen fest, dass eine neue Medienkampagne an den Start geht, quasi eine verschärfte Kampagne. Ich nenne es die Panik-Angst-Kampagne Stufe 2, indem man nämlich sowohl Ärzte von Intensivstationen in Lungenkliniken zu Wort kommen lässt oder Lungenintensivstationen und auch Patienten mit extremen Lungenproblemen zu Wort kommen lässt. Warum, meine Frage an die Medien, hat man jahrzehntelang, bis auf ganz wenige Ausnahmen, niemals derartige Kampagnen gemacht, wenn es um Lungenentzündungen geht, Krebs mit furchtbaren Schmerzen, alle möglichen Krankheiten, die extreme Schmerzen hervorrufen? Warum hat man da nicht die Ärzte zu Wort kommen lassen und auch nicht die Patienten? Mein Vater zum Beispiel hatte eine furchtbare Lungenentzündung vor 17 Jahren. Er sprach damals davon, dass er so furchtbare Schmerzen wie noch nie in seinem Leben hatte. Er ist jetzt 80 Jahre alt. Er hätte auch einen Fokusartikel schreiben können mit grausamsten Schmerzen und alle Menschen hätten nach diesem Artikel panische Angst davor gehabt, jemals eine Lungenentzündung zu bekommen. Genauso könnten etliche andere Patienten, meine Mutter hatte furchtbare Schmerzen, als sie Magenkrebs hatte und später auch daran starb. Sie hat extrem gelitten. Wie viele Schmerzpatienten haben so etwas durch? Bisher kamen diese gar nicht zu Wort. Auf einmal mit Covid-19 einhergehend kommen diese Leute zu Wort und verbreiten Schreckensängste um, das ist jetzt meine Meinung, die Menschen in Panik zu halten, in Angst zu versetzen, damit die neuen Corona-Maßnahmen der Regierung durchgewunken werden können oder durchgewinkt werden können. Das ist perfide von der Politik, von den Hintermännern der Politik, von der Pharmaindustrie. Das ist keine anständige Berichterstattung, das ist einseitig. Ja, es gibt ja leerstehende Krankenhäuser, ja, und quasi gegenteilige Meinungen, wie harmlos Covid-19 eigentlich ist. Sterbestatistiken, ihr kennt das alle. Ich zitiere Schweigemarsch, es ist alles gesagt. Nur finde ich es perfide, mit Angst zu agieren bei erwachsenen Menschen. Bei Kindern hat es mit dem Struffelpeter immer funktioniert. Bei einer autoritären Erziehung, ja, da wurde Angst gemacht mit dem Daumenschneider, beim Daumenlutscher und etlichen Horrorszenarien. Das schafft man natürlich nicht nur bei Kindern, diese in Angst und Panik zu versetzen und damit in Richtungen zu lenken, sondern auch bei Erwachsenen. Ich appelliere an die Verantwortlichen, an alle Journalisten, sogenannten Journalisten des Mainstream, sachlich zu berichten. Bilder sind stärker als Worte. Brutkastenlüge, Irakkrieg. Kosovo-Krieg, die Konzentrationslagerbilder von 2, 3 sehr abgemagerten Gefangenen. Italien, die LKWs. Bilder sind stärker als Worte und brennen sich ins kollektive Gedächtnis. So funktioniert Propaganda, ihr Lieben. Lasst euch nicht infizieren von eurer Angst. Bleibt realistisch. Und natürlich muss man auch eins bedenken. Da ist ein tolles Buch herausgekommen von Paul Schreier. Und da geht es darum, ob es
Ob wir es mit Covid-19 natürlich, das wissen wir nicht und können es noch nicht 100% nachweisen, eventuell sogar mit einer biologischen Waffe zu tun haben. Und diese wäre jederzeit manipulierbar, könnte verstärkt werden etc. Das ist für mich auch ein spannender Aspekt. Denn diese weltweite Agenda ist auffällig, dass weltweit über die WHO alle Regierungen in eine Richtung gesteuert werden und sich kaum jemand widersetzen kann. Das lässt einen Freigeist aufhorchen. Und wenn alle das gleiche Lied singen, spiel mir das Lied vom Tod und alle singen dies. Bleibt wachsam, das wollte ich nur noch mal loswerden. Und entzieht euch dieser Angst. Wir sehen uns auf der Straße. Друзья.